Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Radagon töten könnt, den letzten Boss bei Elden Ring. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr den ersten Kampf in Easy töten könnt, ohne dass er euch angreift. Wenn ihr durch den Schleier geht, Leute, dann überspringt erstmal die Cutscene und lauft direkt zu ihm. Also bevor er sich umdreht, müsst ihr so neben ihm stehen bleiben. Dann bleibt er auch stehen und greift euch nicht an. Jedoch Leute, wenn ihr euch hier etwas bewegt, dann kann sein, dass er euch wieder angreift. Also nehmt am besten hier so, wie ich den Speer. Greift ihn so ein paar Mal an und danach wartet so ein paar Sekunden, weil sonst taggert ihr ihn und der Glitch ist vorbei und er wird euch angreifen. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten und zwar mache ich hier Shabriris Kummer rein, weil ich gleich den Mimik beschwören werde, bevor er stirbt, damit der nächste Kampf direkt auf den Mimik fokussiert ist und wir den nächsten Kampf auch easy besiegen können. Ihr dürft aber nicht vergessen, den Talisman Shabriris Kummer wieder rauszunehmen, sobald ihr den Mimik beschworen habt, weil sonst greift der andere Boss euch auch direkt an und das wollen wir nicht. So, für den zweiten Fight habe ich einen Tipp für euch. Ihr habt ja eure Mimik beschworen mit dem Shabriris Kummer Talisman und ihr müsst immer so nah wie möglich an dem Boss, also wenn er sich wegteleportiert, Leute, so nah wie möglich dran gehen und ihn von hinten am besten attackieren, während er auf eure Mimik fokussiert ist. Ich werde den Bosskampf jetzt mal komplett durchlaufen lassen, Leute, und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Falls euch das Video gefallen hat und ich euch damit helfen konnte, dann lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gern ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!